Hi Leute, willkommen zu einer neuen Folge von The Weekly Cam. Ja, und ihr seht hier hinter mir, es liegen gerade so ein paar Erotik-Comics. Ich bin gerade so ein bisschen am Überlegen, ob ich mal ein kleines Erotik-Spezial mache. Es wird jetzt nicht so sein, dass ich jetzt eine Woche nur Erotik-Comics lese, aber ich habe mir gedacht, es wäre doch eigentlich das Beste, wenn ich die Titel und vielleicht noch ein, zwei andere Sachen, habe ja auch noch was von Guido Krepax hier, einfach mal die Parts ganz normal aufnehme und dann aber nicht in einem regulären Weekly Cane veröffentlicht, sondern so wirklich als eine Spezialfolge, wo halt wirklich nur dieser Titel gesammelt drinne sind. Und ey, ich habe da Bock drauf. Also zumindest auf drei von diesen vier Werken habe ich richtig Bock drauf. Bei Wirt muss ich leider sagen, als ich dann durchgeblättert habe, war ich eher enttäuscht. Das heißt aber ja noch nichts, aber es ist nicht so ganz das, was ich erwartet habe. Durch einen anderen Band habe, waren dann meine Erwartungen leider wo ganz anders, ne? Und das scheint da drinnen nicht so gegeben zu sein, aber wir werden sehen, ne? Aber da denke ich gerade so ein bisschen drüber nach, weil es würde meinem normalen Weekly Cane ja nicht im Wege stehen. Aber es ist immer so schwierig, sowas mit unterzubringen, wenn man daneben dann plötzlich hier sowas hat, Tulpen aus Istanbul oder Jackie Kotwitz, da beißt sich das immer so ein bisschen, wisst ihr? Also, das ist gerade so eine Überlegung bei mir, ich halt wirklich mal jetzt so ein reines Erotik-Spezial mal irgendwie in Angriff nehme. Und da habe ich ja jetzt auf alle Fälle vier schöne Titel hier liegen. Und wie gesagt, ich habe hier noch mindestens drei Guido Krepax, wovon ich aber einen nicht besprechen darf, weil der immer noch auf dem Index steht. Das darf man nicht unterschätzen, sonst geht man nämlich ins Gefängnis für, wenn man das nicht weiß. Und der Normalsterbliche weiß das ja gar nicht, weil die Leute, die es mir verkauft haben, haben überall drunter geschrieben, stand bis 2008 auf dem Index. Ne, also ist es so, den habe ich da geglaubt. Und dann habe ich es zufällig rausgekriegt. Ah, scheiße, Index. Ja, gut, Index ist ein anderes Thema. Also da müsste viel mehr Informationen geben. Aber das ist so eine kleine Überlegung. Vielleicht findet sich ja hier noch das ein oder andere, was vielleicht auch ins Erotik-Spezial passen würde. So, wenn ich das dann lese, werde ich feststellen, oh, das passt da eigentlich auch ganz gut rein. Auch wenn es vielleicht auf den ersten Blick nicht so erscheint. Mal schauen, aber das ist jetzt so eine kleine Idee von mir. So, ansonsten habe ich die Woche keinen Rant, aber nach wie vor nicht viel gelesen. Ich spiele halt schön Doraemon. Also hier, ne? Weiter. Und das habe ich noch einiges vor mir, wobei es jetzt gerade Schlag auf Schlag ging. Also gestern war, wurde ein Event nach dem anderen getriggert. Da hatte ich an einem Ingame-Tag sechs Events plötzlich gestartet, ne? Also uiuiuiuiui. Also hatte ich dann, oh, ja, also geht voran. Also das Spiel scheint ja auch endlich zu sein. Also es endet damit, dass ich wieder nach Hause komme. Frage ist nur, darf ich dann trotzdem meine Form weiter bewirtschaften? Ich habe mir gedacht, vielleicht, ich habe jetzt so Figuren, die theoretisch meine ersetzen könnten, dass ich vielleicht dann mit denen weiterspiele, statt mit Nobita und seinen Freunden. Oder Nobita und seine Freunde fliegen wieder zurück. Wer weiß. Also normalerweise Story of Seasons sollte meiner Meinung nach unendlich sein. Wobei, ich weiß es nie. Ich habe noch nie so lange gespielt, dass man theoretisch sterben würde. Bei Wonderful Life stirbt man wohl irgendwann am Ende des Games, obwohl dein Kind nie älter wird. Aber soweit habe ich Wonderful Life nie gezockt, weil mir das mit diesen 10 Tagen Jahreszeiten einfach zu viel Geraffel ist. Und ganz viel kannst du nur im ersten Jahr erledigen. Wenn du das nicht erledigt hast, kannst du es nicht nachholen. Ah, ich schweife schon wieder ab. Also, ich habe 4 Comics für die Hauptbesprechung. Ich glaube, 2 Hefte für die Quickies und 4 Trades digital dabei. Also, es mit Kindle Unlimited lohnt sich auf alle Fälle bisher. Muss ich einfach sagen, also, was ich da so weglese, wäre noch schön. Panini, falls ihr zuschauen solltet oder mal einschaltet, so eine kleine Idee am Rande. Da fehlen Marvel-Titel. Also, es ist schön, was ihr da so an DC drin habt und ich werde bestimmt noch an Flash ranwagen. Wahrscheinlich mit New 52 anfangen, ist ja eigentlich fast alles drin. Und wenn ich mal einen Trade überspringe, auch nicht schlimm. Aber Marvel fehlt da halt wirklich drin. Also wir brauchen Marvel-Titel bei Kindle Unlimited. Ne? Also Panini, kümmert euch mal drum. Ne? Also muss ja von euch kommen, die Lizenzen dafür. Ich weiß ja nicht, wie das so richtig hinter den Kulissen läuft. So, gut. Nach den 4 Hauptbesprechungen kommt wieder ein kleines Unboxing. Ne? Also auch da dran bleiben und dann kommen wie gewohnt die Quickies und jetzt ab dafür. Vom Splitter Verlag habe ich mit leeren Augen gelesen. Und das Ding ist heftig und wenn man nur das Cover so sieht, kann man sich das eigentlich gar nicht vorstellen. Das ist so knuddelig, so eigentlich so wirklich schön und süß gezeichnet. Ja, okay, wir haben hier diese kleinen gruseligen Puppen ohne Augen.
Aber irgendwie ist man hier trotzdem eher bei einem Kindercomic von der Optik. Das ist auch der Grund, warum Splitter hier auf die Folie groß ab 18 draufgeschrieben hat. Denn das Ding ist heftig. Und ich werde euch jetzt einfach nur mal die ersten 7 Seiten, die werde ich euch mal so durchspoilern, damit ihr vielleicht die Stimmung dieses Comics versteht. Wir treffen im Jahr 1917 während des Ersten Weltkrieges auf einen Soldaten, der sich auf einem Schlachtfeld schwer verletzt dahin schleppt. Und dann trifft dieser auf 2 Kinder, die ihm anbieten, dass er mit ihnen kommen könnte. Zu ihnen nach Hause. Dort gäbe es Nahrung und halt auch ein Bett zum Schlafen. Oh Mann, da hat er aber Glück gehabt. Und da sagt der Soldat natürlich nicht nein. Durch seine Einschränkung gerade beim Laufen wird er von den Kindern sogar im Wagen zum Waisenhaus gebracht. Ja, diese beiden Kinder sind Waisen. Und hier im Waisenhaus lernen wir gleich das nächste Kind kennen, den guten Maurice. Und Maurice stellt sich als, naja, Leiter dieses Waisenhauses vor. Und ich als Soldat würde ja jetzt an dieser Stelle hellhörig werden. Du bist ein Kind. Wie kannst du hier jetzt der Leiter des Waisenhauses sein? Wäre jetzt so mein erster Gedanke dabei. Und ist natürlich schon fragwürdig, aber wir erfahren dann im Laufe des Comics, dass diese 3 Kinder hier einfach die letzten Kinder und die letzten Überlebenden in diesem Waisenhaus sind. Es hat nämlich eine Krankheit gewütet und alle Kinder sind gestorben, so wie halt auch Maurice seine Eltern, die eigentlich das Waisenhaus geleitet haben. Also sieht er sich jetzt als Leiter des Waisenhauses an. Genau, so muss das sein. So, und natürlich möchte er unserem Soldaten auch gleich was Leckeres zu essen kredenzen. Er hat schon alles vorbereitet, weil er wusste, dass die Kinder mit einem Gast kommen. Also kommt da natürlich auch sofort das Essen geliefert. Und wir sehen schon, wie unserem Soldaten das Wasser im Mund zerläuft. Und oh, endlich was zu essen nach Tagen auf dem Schlachtfeld. Mmh, lecker. Ein Kissen. Ein Kissen. Und er nur, was? Ein Kissen? Und dann sehen wir, wie hinter dem Soldaten eine Axt. Ach, mit dem Kopf! Es geht gleich heftig los und so geht es halt auch weiter. Denn was werden die wohl mit dem Soldaten machen? Warum locken die den wohl in dieses Waisenhaus? Die Kinder haben Hunger. Die Kinder haben Hunger. Und das ist eigentlich ein realer Horror. Denn sowas ist oder passiert in Kriegszeiten halt auch immer wieder. Und ihr merkt schon, das ist eigentlich schon mal ein sehr greifbarer Horror, ein sehr realer Horror, der uns hier drinnen geschildert wird. Und da kommt aber dann trotz allem noch ein übernatürlicher Horror dazu. Aber vielleicht auch nicht. Vielleicht ist auch dieser übernatürliche Horror nur eine Parabel. Denn die Verstorbenen, die Waisenkinder und auch Maurice' Familie, die haben ihren Blick immer auf unsere 3 Kinder und allen voran auf Maurice gerichtet und beobachten diese und reagieren auch. Und da kommen vor allem diese ganzen augenlosen Puppen dann ins Spiel, die zu einem zuckersüß sind und zum anderen gleichzeitig sehr, sehr verstörend. Und da lässt sich aber trotzdem drüber streiten, ob das überhaupt ein übernatürliches Phänomen ist. Denn unsere 3 Kinder sind ja Kannibalen. Und wenn man sich von Menschenfleisch, also vor allem von Menschenhirn ernährt, was vor allem der gute Maurice halt sehr gerne zu sich nimmt, kann es passieren, dass man sich eine ganz bestimmte Krankheit einfängt, welche zur Folge hat, dass man, naja, wahnsinnig wird. Dass man unter diversen neuralen Störungen leidet und dementsprechend muss man sogar in Frage stellen, ob hier drin überhaupt was Übernatürliches passiert oder ob das alles am Ende nicht vielleicht eher noch Wahnvorstellungen unserer 3 Kinder ist. Geschrieben wurde das Ganze von Diego Akrimbau, wahrscheinlich wieder wie immer völlig falsch ausgesprochen. Von diesem kennen wir aber im Deutschen bisher auch gar nichts. In Frankreich hatte er bisher 2 andere Veröffentlichungen. Aber wirklich interessant finde ich den Zeichner, den guten Juan Manuel Tumburus. Das hier ist sein Erstlingswerk. Und das ist beeindruckend.
Ich bin mir immer noch nicht so sicher, ob er so richtig in der richtigen Ecke des Zeichnens ist, weil es ist halt doch, finde ich, ein sehr süßer Stil, aber dadurch haben wir auch so einen harten Kontrast. Aber es ist halt wirklich, sein Stil ist genial. Ich möchte jetzt hier gucken, dass ich euch hier halt nichts Falsches reinhalte und zu viel spoilere. Möchte ich ja auch nicht. Aber ich denke, ihr seht das schon. Es ist ein so genialer Stil. Auch die Farben finde ich halt hier auch so stark mit inszeniert in diesem Ganzen. Also wirklich genial. Ja, also. Und da haben wir hier natürlich jetzt einen echt krassen Gegensatz. Wir haben diese sehr, sehr verstörende Story, wie ich finde, auch auf emotionaler Ebene. Sehr verstörend an einigen Punkten. Und dann diese zuckersüßen Zeichnungen. Ja, die sind trotzdem düster koloriert, aber es ist halt trotzdem irgendwie so ein richtig niedlicher Zeichenstil am Ende des Tages. Es sieht halt so süß und kindlich aus. Ei, also das ist wirklich ein heftiger Gegensatz. Und vielleicht gerade darum wirkt es vielleicht gerade noch heftiger auf einen beim Lesen, als es sonst schon würde. Ich weiß es nicht, aber ist halt wirklich, es geht durch. Es geht durch. Also, geile Horrorstory, gut abgeschlossen, ein bisschen Interpretationsspielraum bleibt. Ich bin begeistert und ich hoffe, dass von diesem Team noch andere Werke auf uns in Zukunft warten. Also der Zeichner total begeistert. Die Frage ist halt, ob der auch noch so abliefert, wenn mit einem anderen Autor, mit einem anderen Szenaristen. Macht lieber nochmal was gemeinsam so in diese Richtung, weil das ist wirklich stark, finde ich. Von Panini Comics habe ich gelesen den zweiten und abschließenden Band zu Catwoman Lonely City, geschrieben und gezeichnet von Cliff Chang. Und im ersten Band haben wir erfahren, dass Batman vor Jahren verstorben ist und Catwoman genau zum selben Zeitpunkt ins Gefängnis kam und draußen mittlerweile Two-Face zum Bürgermeister aufgestiegen ist und sich von seiner Psychose sozusagen befreit hat. Und es ist gerade wieder Wahlkampf und als Gegenkandidat ist gerade Barbara Gordon unterwegs. Und Two-Face hat so einige Stadterneuerungspläne, die halt Barbara so mal überhaupt nicht passen, wo eben alte Gebäude und Wohnviertel komplett abgerissen werden sollen, um was Neues zu erschaffen, wobei es dann natürlich auch wieder darum geht, die Armen wieder aus Gotham City rauszuschieben, wie so oft, wenn irgend sowas in Gotham City abgeht, wo ja dann meist Bruce Wayne mit seinen Finanzen sonst eingeschritten ist. Nur ist der ja nicht mehr da, um irgendwelche armen Viertel irgendwie zu renovieren und so beizubehalten, wie sie ja dann trotzdem waren. So, dementsprechend beginnt da ein harter Wahlkampf auf den Straßen und Catwoman kommt jetzt endlich raus aus dem Gefängnis, wird auch noch von ihrem guten alten Freund Harvey Dent hier abgeholt, der ihr gleich mal so ein bisschen auf die Finger klopft: Ich bin jetzt hier Bürgermeister, mach keinen Quatsch, du bist eine alte Oma. Aber sie hat ein Geheimnis. Batman starb damals in ihren Armen. Und er flüsterte ihr etwas ins Ohr. Ein Wort. Orpheus. Was es bedeutet, weiß sie nicht. Und gleichzeitig übergab er ihr einen Batarang, der ihr den Zugriff auf die Betthöhle ermöglicht. Auch die ganze Gotham Police und Two-Face wollen schon seit Ewigkeiten in die Höhle rein, ist aber so gut gesichert, dass sie nicht da reinkommen. Aber sie haben ein Batmobil von Batman sichern können, mit dessen Hilfe sie zumindest auf Teilen des Batcomputers zurückgreifen können, wodurch die mittlerweile auch ordentlich aufgerüstet sind, denn sie haben jetzt eine Bat-Police und natürlich einen hochentwickelten Computer, auf den sie zurückgreifen können, wenn sie irgendwelche Verhandlungen rausgeben. Also, die sind da dadurch ein bisschen hochgerüstet. Aber sie haben zum Glück nicht Zugriff auf alles vom Batcomputer, weil sonst hätten sie ja die ganzen Infos auch von der Justice League. Stellt euch das mal vor. Catwoman weiß aber nun nicht, was Orpheus bedeutet und denkt, da hat Bruce noch irgendeinen abschließenden Plan für Gotham, der die Stadt endgültig retten würde, wenn sie eben in die Höhle kommt und Orpheus aktiviert. Und dafür tut sie dasselbe, was sie damals schon bei Ed Brubaker getan hat. Sie
schart ein kleines Team um sich, mit dem sie hier den Ocean 11 abzieht, um alle möglichen Mittel zu sammeln, um in die Betthöhle zu kommen. Das heißt, sie schnappt sich den Riddler für ihr Team, inklusive seiner Tochter, den guten alten Killer Croc. Poison Ivy ist noch mit von der Partie und ein Neffe von ihr hilft ihr auch noch. Also sie hat da wirklich gleich ordentlich aufgestockt und in diesem Band holt sie sich noch den guten Etrigan mit ins Team und so kann man ja nun die Betthöhle stürmen. Aber genau dasselbe hat ja Two-Face auch vor und dementsprechend, ist das vielleicht sogar im Sinne von Two-Face, wenn Catwoman die Türen öffnet und er dann nun noch reinmarschieren muss. Miau. Der erste Band des Ganzen hat sich ja für mich wie ein Hommage an Ed Brubaker angefühlt. Also, der Meinung bleibe ich auch, ne? In die Zukunft gesetzt, aber wir haben halt wieder Selina, die ein Team um sich schauen muss, um den großen Coup zu begehen. Dazu kommt dann eben dieses Ränkeschmieden von Two-Face im Kampf gegen Barbara. Zusätzlich haben wir aber auch viel Chaos auf den Straßen, weil sehr viele Demonstranten gegen Two-Face unterwegs sind. Was vielleicht auch die amerikanische politische Stimmung so ein bisschen auffängt, die wir unter der Trump-Regierung hatten. Fake News. Denn ganz ehrlich, Two-Face repräsentiert hier wirklich nun mal die Republikaner und Barbara halt die Demokraten. Also das passt da so wieder gut dazu und wird hier eigentlich für mich noch viel, viel deutlicher in diesem Band. Dieser Band hat aber jetzt nicht mehr ganz so diese, ja ich sag mal, Ocean 11 Vibes. Die sind immer noch da, aber hier habe ich dann schon mehr das Gefühl, dass der Grundgedanke von The Dark Knight's Return auf Catwoman umgemünzt wurde, was eigentlich auch diese ganze Story wohl von Anfang an sein sollte. Und für mich war es aber beim ersten nicht so gegeben. Hier wird's dann schon etwas mehr, weil wir dann einfach auch mehr Action reinbekommen und vor allem auch den großen Showdown zwischen den Parteien haben, der dann auch sich immer härter zuspitzt. Auch so von den Elementen, weil wir haben jetzt hier auch diese Fernsehnachrichten, das ist ja eher so das kontroverse Ding bei dem Originalwerk, die einen mögen es, die anderen hassen es. Ich zähle wohl eher zu denen, die es hassen, wobei ich zum Beispiel bei der Spider-Man-Hommage daran, also Spider-Man Requiem, fand ich es richtig geil inszeniert. Hier finde ich es nur zweckdienlich, also bin ich jetzt auch nicht so begeistert, aber dieses Element wurde mit aufgenommen und eigentlich auch der große Showdown erinnert mich auch schon so ein bisschen an das Finale von The Dark Knight Returns. Das ist aber jetzt keine Wertung zum Negativen, ich will einfach nur diesen Gegensatz für mich zwischen dem ersten und dem zweiten Band so ein bisschen hervorheben. Der erste hat halt mehr diesen Krimi-Faktor und dieser hier mehr den Action-Faktor. Trifft da für mich aber die Hommage, die es ja eigentlich sein sollte, eben viel eher, als es der erste Band gemacht hat. Und ich finde das auch in dieser Form gut erzählt. Ich finde die Auflösung genial, vor allem eben, was es mit Orpheus dann am Ende auf sich hat. Ist aber auch nicht das Rad neu erfunden, denn das war bereits Thema unter Batman New 52, muss man dazu sagen. Also da ist einfach nur wieder ein Element nochmal aufgenommen worden und hier weitergesponnen worden. Aber das passt einfach für mich. Das passt einfach für mich zu Batman, das hinter Orpheus genau das gesteckt hat. Also das war für mich halt da auch der passende Abschluss. Die Zeichnung von Cliff Chang, die sind für mich so eine Mischung aus Tunic und realistisch. Kennen wir ja von Paper Girls, dort war er ja auch der Zeichner. Und darum habe ich hier halt auch diese Ed Brubaker-Vibes so ein bisschen, weil Ed Brubaker war ja auch in Teilen sehr Tunic unterwegs, der ganze Run. Und da fand ich das halt auch wirklich so als Hommage ganz passend so ein bisschen gewählt, dass man so einen Stil nimmt, der so zwischen Realismus und Tunic steht und dadurch eigentlich so beide Elemente von Catwoman gut mit einfängt in der Optik und ja, gefällt mir hier halt auch sehr gut. Also mir hat das Ganze Spaß gemacht. Anfangs halt mehr eben dieses Crime-Noir-Ding, dann mehr das actionlastige Ding. Er gibt aber trotzdem ein ordentliches Gesamtwerk und ja, von mir aus darf Cliff Chang ruhig noch einige andere Werke in diesem Stil schreiben. Vielleicht kann man ja hier auch noch die ein oder andere Figur aus dieser Geschichte nochmal weiterspinnen, zum Beispiel Killer Croc, aber eben vor dieser Geschichte, ganz klar, anzusiedeln, nochmal so irgendwie so, was ist mit Killer Croc zwischen eben Batmans Tod und dieser Geschichte so los gewesen oder auch Poison Ivy, den Riddler und seine Tochter, das könnte man auch noch über die Geschichte hinaus weiterspinnen und an sich ist ja auch ein kleines bisschen,
die Möglichkeit für eine Fortsetzung auch gegeben bei dem Ende. Also kann Cliff Chang ruhig nochmal was machen. Also auch als Autor weiß er zu überzeugen, bin ich der Meinung. Also nicht nur als Zeichner, sondern auch als Autor kann er auf alle Fälle abliefern und hat das hier auch bewiesen. Und Black Label Titel, ihr wisst, ihr könnt bedenkenlos zugreifen. Das ganze Ding steht für sich. Von Reprodukt Berlin habe ich gelesen Blood of the Virgin, geschrieben und gezeichnet von Sammy Harkin. Und hier gibt es ein kleines Zitat vom guten Art Spiegelman zu diesem Comic, dass er sich eben als ein sehr bemerkenswert komplexer und subtiler Erzähler erweist. Und das muss ich einfach untermauern. Denn wenn man so diese Beschreibung des Comics sowohl auf der Seite von Reprodukt als auch hier hinten drauf so durchliest, ist das erstmal ziemlich nichtssagend. Nicht besonders so, dass man da denkt, da steckt jetzt viel drinne, und in der Hauptgeschichte steckt auch gar nicht so viel drinne. Hier drinne geht es mehr wieder um die zwischenmenschlichen Beziehungen, um das, was zwischen den Charakteren passiert und wie eben das Leben selbst einen beuteln kann. Selbst wenn man denkt, ey, jetzt ist man langsam oben auf und denkt, jetzt erfüllt sich endlich der Traum, und am Ende läuft das aber vielleicht auch nicht so, wie es laufen soll. Blood of the Virgin spielt in den 70er Jahren. Und hier lernen wir den guten Seymour kennen. Und Seymour ist Cutter. Cutter fürs Kino. Aber nicht für diese Blockbuster, richtig großen Filme, die auch am Ende irgendwann einen Oscar kriegen. Nein, er ist Cutter für all diese Filme, die dann eben in diesen ganzen Grindhouse-Kinos laufen. Also in erster Linie natürlich Horrorfilme oder irgendwelche Bikerfilme, die mit billigem Budget billig dahingeklatscht wurden, wo am Ende sogar die Handlung egal ist. Und hier ist halt seine Aufgabe, aus Material irgendeinen gescheiten Film zu schneiden. Das ist teils halt auch wirklich witzlos, weil teils wurden die Dreharbeiten von irgendwelchen Filmen gar nicht beendet. Er bekommt dann einfach die Filmrollen, das Ende ist gar nicht da, weil das gar nicht gefilmt wurde. Und er muss aus anderen alten Produktionen seines Studios irgendwas dann da hinten ranschnippeln, dass dieser Film am Ende irgendeinen Sinn ergibt. Also das ist halt wirklich... Es gibt halt viel Einblick darüber, wie diese Filme halt wirklich damals produziert wurden, teils wie lieblos. Das heißt, gilt ja nicht für alle, weil theoretisch gehört ja auch ein Tanz der Teufel mit zu solchen Grindhouse-Filmen, wenn man es genau betrachtet, oder ein Night of the Living Dead. Die sind billig hergestellt worden, ganz einfach, aber da steckte zumindest Liebe hinter. Aber hier ging es wirklich nur noch darum, die Masse zu produzieren, rauszuhauen. Und ehrlich gesagt, viel anders ist es heute auch nicht, nur dass die Effekte halt besser sind und man die Filme wenigstens zu Ende dreht. Und das ist halt seine Arbeit. Aber der gute Seymour, der geht ja natürlich nicht nach Hollywood, um einfach nur so Filme zu schneiden fürs Kino. Der möchte ja mehr. Man geht doch nach Hollywood, um selbst Filme zu produzieren. Und sein Studio sucht ja immer wieder Drehbücher. Und so hat er eben auch ein Drehbuch geschrieben, im Blood of the Virgin. Und möchte halt das verfilmen und nervt damit immer wieder seinen Chef. Und ne, die sprechen halt immer wieder darüber, wie weit bist du mit dem Cut des aktuellen Films, und denk dran, wir brauchen da noch einen Trailer für den anderen Film, mach das mal noch bis morgen fertig. Und dazwischen reden die halt immer über das Drehbuch. Und jo, wird genommen. Es wird diesmal genommen, aber Seymour darf nicht selbst die Regie führen. Das soll wer anders machen, der zuletzt einen Biker-Film abgeliefert hat. Seymour ist überhaupt nicht begeistert. Der kann das gar nicht. Der ist gar nicht gut. Während der Dreharbeiten ändert sich da seine Meinung nochmal total. Aber dann wird der schon wieder rausgekickt, der Regisseur. Und Seymour soll den Film, naja, mehr oder weniger zu Ende drehen. Weiß aber gar nicht so wirklich, wie er das machen soll, weil ihm die Erfahrung fehlt. Er war eigentlich wirklich auf den anderen angewiesen. Und vor allem haben dann die beiden auch noch böses Blut. Und das ist halt in Teilen so geil inszeniert. Wirklich nur schon diese Sache, ne? Nur das, was um diesen Filmdreh so passiert, an zwischenmenschlichen Beziehungen zwischen Seymour und seinem Boss, zwischen Seymour und den anderen Schauspielern und Schauspielerinnen. Da ist nämlich eine dabei, die kennt er schon seit Jahren, mit der ist er gut befreundet, und könnte sie vielleicht eine kleine Romanze andeuten. Problem ist nur, Seymour hat Frau und Kind zu Hause. Und dann ganz zum Ende, er ist an den letzten 2-3 Drehtagen angekommen, und dann kommt plötzlich die Nachricht vom Chef: hier, der Film, der wird nicht mehr produziert,
Die Autokinos sind uns abgesprungen, die wollen lieber ihre Kinoplätze renovieren lassen. Es gibt kein Geld mehr, du musst mit dem, was du da jetzt aufgenommen hast, irgendeinen Film produzieren. 3 Drehtage oder sowas. Es sind wirklich nur eine Handvoll Drehtage, die fehlen. Und er kann diesen Film nicht beenden. Scheiße. Wirklich allein dieser Aspekt. Schon so geil. Und es wird halt wirklich von dieser ganzen Kinogeschichte wirklich geprägt. Auch zwischen diesen ganzen Hollywood-Partys, die so abgehen. Die auch bei so einem Grindhouse-Film abgehen. Und da sind halt auch wirklich verstörende Momente drin. Hier passiert eine Sache, die wird nicht mal aufgelöst. Ich suche sie raus. Ohne Achtung, es kann natürlich hier zu Spoilern kommen. Seymour kommt zu seinem Boss und zusammen ziehen sie eine Line. Also Seymour will gar keine Line ziehen, er hat noch nie eine gezogen und ist danach total weg, ne? Während halt der Boss sich hier mit der Prostituierten vergnügen will, die aber Seymour den Hof macht, woraufhin er scheinbar die Prostituierte erdrosselt und waterboardet. Und das wird nicht aufgelöst. Ich weiß nicht, ob diese Frau noch lebt oder tot ist. Ich bin verstört an dieser Stelle. Ich weiß nicht, was da los ist. Also, wir kriegen wirklich da schon deepen Einblick nur in diese Hollywood-Szene. Das wird noch deeper, wenn wir zu dieser Zwischenstory kommen. Hier gibt es halt eine Geschichte, die hat nichts mit Seymour zu tun, wo wir eine ganz andere Person treffen, die eigentlich nur Farmer war und dort auf einen Filmproduzenten auf seiner Farm getroffen ist, der halt eben Schauplätze noch suchte für Außenaufnahmen und der ihm dann einen Job anbot, woraufhin unser Freund nach Hollywood ging und dort immer höher aufstieg und immer höher aufstieg. Und dann lernen wir halt auch wieder diese ganze Scheiße von Hollywood kennen, die ja eigentlich erst in den letzten Jahren so alles so richtig bekannt wurde, wie schlimm eigentlich die Zustände in Hollywood waren und sind. Also hammerhart, wirklich hammerhart. Also allein da haben wir einen richtig guten Einblick. Aber richtig heftig ist ehrlich gesagt die ganze Sache rund um Seymour und seine Frau und sein Kind. Also er liebt sein Kind und seine Frau eigentlich auch. Aber wir merken, die Frau, die hat, ich würde sagen, Wochenbettdepression. Also sie ist so überfordert von dem Leben und ständig ist der Seymour weg und muss sich um die Filme kümmern und dann natürlich auch noch seinen eigenen Film. Sie ist mit dem Kind zu Hause, muss sich um das Kind kümmern. Zusätzlich haben auch beide eben keinen Verkehr mehr miteinander. Seymour möchte und sie will immer nicht. Das Schlimme ist, dass sie ja eigentlich auch irgendwie selber will. Da kommen wir ja eben dann zu so einer Stelle, wo sie dann nachmittags zu Hause ist. Das Baby schreit und schreit. Und das war auch so eine Szene, wo ich dann auch gedacht habe, scheiße, ist da jetzt irgendwas mit dem Baby noch mehr passiert? Weil, wie gesagt, sie lässt sich hier gerade gut gehen. It's really hard for me to play with myself. Das Baby schreit und schreit und das Baby schreit, schreit, schreit und dann Szenenwechsel, alles ist still. Sie ist in der Küche, kocht sich einen Tee, verbrennt sich die Hand mit Absicht am Wasserdampf und wir wissen nicht, was mit diesem Baby ist. Ich habe in diesem, also man merkt, dass diese Frau halt Wochenbettdepression hat und wir sehen das Baby nicht. Und Seymour ist ja auch immer beschäftigt, um sich überhaupt um ihr Baby zu kümmern. Also das ist wirklich, boah, also. Ich habe mich gefragt, was ist jetzt passiert? Was ist jetzt passiert? Und wir merken halt wirklich, die Beziehung zwischen den beiden leidet. Sie kann nicht so erwachsen, wie sie soll. Und dann gibt's auch eine Szene, wo ich mich jetzt frage, wer hat jetzt wen vergewaltigt von den beiden? Also, die beiden schlafen und haben Sex miteinander. Beide schlafen, beide haben Sex miteinander. Was bedeutet das? Ja, vor allem, was bedeutet das rechtlich gesehen? Und vor allem, sie wacht dann auch mittendrin dann auf und er nicht. Die kommt nicht wieder, Seymour kann aber nicht hinterher, der muss ja seinen Film zu Ende drehen, er weiß nicht, was los ist, er kriegt sie auch nicht ans Telefon. Und wir merken aber bei ihr, dass sie plötzlich glücklich ist. Die hilft gern ihrem Vater in dem kleinen Shop, in dem kleinen Tante-Emma-Laden, den er hat. Sie trifft sich mit alten Freunden und zickt sich mit denen so an wie damals zur Schulzeit. Trifft auf einen alten Schwan von sich. Ne? Also, ne? Da knistert auch wieder die Funken. Während Seymour ja auch dann die Schauspieler hat, wo es ja auch knistert. Also wirklich, das Ding wird
getragen von diesen ganzen zwischenmenschlichen Momenten. Und auch in dieser Hollywood-Sache steckt eben so viel Zwischenmenschliches. Und das führt dieses Comic halt so hoch. Und das ist halt eben wirklich meisterhaft inszeniert, wie Art Spiegelman hier schon schreibt. Und dabei auch sehr subtil und viele Sachen, die werden uns nicht wirklich aufgeklärt oder sehr lange nicht aufgeklärt. Und man macht sich Gedanken darum. Mittendrin, wie gesagt, gibt's da noch diese kleine Farbepisode. Der Rest des Comics ist ja schwarz-weiß. Und dann gibt's diese Farbepisode, wo wir jetzt eben eher doch das Glamour-Hollywood sehen. Nicht das Grindhouse-Hollywood, was wir mit Seymour betrachten, sondern wirklich die richtigen, großen Hollywood-Blockbuster betrachten und was da so abgeht. Hätte auch gerne noch eine eigene Spin-off-Reihe sein können, weil das, was man halt mit Seymour über ganz viele Kapitel macht, macht man hier eben alles auf ein paar Seiten. Also hier macht es halt wirklich ganz schnelle Sprünge zwischen den Jahren hin und her. Aber wirklich, ich find's geil. Über die Zeichnung sagt der gute Art Spiegelman auch, dass die meisterhaft sind. Ich sage hier ganz klar, diese Art der Zeichnung muss man mögen. Diesen Graphic Novel Stil, das ist halt nicht für jeden etwas, vor allem nicht für die Leute, die im Regelfall halt US-Hochglanztitel lesen. Für die ist das halt immer so eine Sache der Gewöhnung. Für das, was es ist, finde ich es halt sehr gut, eben eine Graphic Novel. Also da ist das schon auf alle Fälle auch mit im höheren Bereich. Aber wie gesagt, man muss diesen Stil mögen. Also die Szene finde ich jetzt zum Beispiel auch sehr gut, wie der Hintergrund hier gestaltet ist, ne? Aber wie gesagt, die Stärke dieses Comics liegt halt wirklich in diesen Zwischentönen, in dem, was sich zwischen den Beziehungen der einzelnen Personen rund um Seymour und ihm so aufbaut. Und das ist fesselnd und wie gesagt, dass man auch manchmal mit Sorge zurückgelassen wird. Bis zum Schluss weiß ich nicht, das Baby ist ja auch so eine Sache. Also die Spannung wird offen gehalten. Also ne, und genauso wie man dann ja auch sich wirklich merkt, wie sich auch alles verändert. Wie man dann auch merkt, wie die Frau sich verändert, wie Seymour sich verändert. Also ich finde, es ist eine sehr gute Graphic Novel. Die Emotionen werden gut rübergetragen. Es zeigt uns die dunkle Seite Hollywoods. Es zeigt uns aber auch die dunkle Seite eben in Leben der Menschen und eben auch im Leben von Beziehungen. Also es ist wirklich super gut umgesetzt. Von Panini Comics habe ich gelesen den ersten Band zu X-Men Red. Geschrieben von Al Ewing und wir müssen hier wieder so viel Vorarbeit leisten, dass gerade meine erste Fassung hier schon wieder an die 20 Minuten lang war. Ich muss das halt alles wieder irgendwie zusammenstauchen. Ewing setzt natürlich an all dem an, was er bereits bei Reign of X geschrieben hat. Das ist aber im Deutschen leider nicht erschienen. Das heißt, es baut auf Cable auf, wo wir den alten Cable zurückbekommen und wo SWORD gegründet wird. Danach geht es weiter zur Hellfire Gala, wo der Mars terraformt wird und SWORD als Beschützer des Soul-Systems wieder eingesetzt wird. Nur eben nicht mehr im Auftrag der Erde, sondern mehr im Auftrag der Mutanten, wobei Abigail Brandt, die hier wieder die Leiterin ist und mit Cable eng zusammenarbeitet, klar sagt, sie tut das nicht für die Mutanten, sondern wenn dann nur für die Menschen und die Mutanten gemeinsam, also nur zum Wohle des ganzen Soul-Systems und nicht nur für eine Spezies hier, womit natürlich Xavier vollkommen konform ist, also alles klar. Dann beginnt die SWORD-Solo-Serie, 12 US-Ausgaben, auch geschrieben von Al Ewing, wo sich Cable und Abigail Brandt gegen Orchis stellen müssen und Abigail Brandt auf den geheimen Anführer von Orchis trifft, also zumindest wurde es dort so angezeigt, als wäre er die höchste Instanz. Und diesen hat er Ewing auch schon eine wichtige und tragende Rolle bei dem unsterblichen Hulk gegeben. Und auch dieser spielt hier ganz weit mit und ist natürlich besorgt wegen der Gefahr durch die Mutanten und vor allem dann, wenn sie einen ganzen Planeten terraformen und als Außenstützpunkt nehmen und vor allem als ersten Planeten des Sonnensystems, der ja jetzt auch noch als intergalaktisches Tor zur Verhandlung mit dem Rest des Universums dient, wo die Menschen dann ja eigentlich gar kein Mitspracherecht mehr haben, weil auf dem Mars ja nur Mutanten wohnen. Mittlerweile hat zwar auch ein Mensch einen der Marsmonde besiedelt im Auftrag von Orchis, aber das reicht nun mal nicht, um hier Macht auszuüben. Also haben wir hier schon sehr starkes politisches Wirken und Wirren und da setzt auch dieser Band weiter an. Abigail Brandt stellt den geheimen Anführer von Orchis und
Das kriegt ihr hier auch wirklich, wirklich sehr gut zusammengefasst von Panini. Also diese 12-teilige Miniserie, wo da die ersten 3 Ausgaben da Empire Tie-Ins waren, die spielen keine weitere Rolle. Erst da geht dann die Handlung richtig los und die werden hier wirklich sehr gut zusammengefasst. Also das hat mir sogar geholfen, noch so ein, zwei Sachen zu verstehen, die ich mit meinem eher schlechten Englisch damals nicht verstanden habe. Also sehr gut zusammengefasst, aber ist halt nicht dasselbe, wie wenn das Comic selbst liest. Aber zumindest kriegt man es hier gut zusammengefasst, was uns hier hinführt. Aber wie gesagt, es baut auf Sword auf. Jetzt müssen wir aber noch einen kleinen Abstecher zu Gary Duggan machen, und zwar zu seinen furchtlosen X-Men, wo wir miterleben, wie die gute Aurora Monroe einen Kampf auf Leben und Tod mit einem Mitglied des stillen Konzils von Aranko führt, um eben den seinen Platz im Rat einzunehmen und damit sogar zur Königin aufzusteigen, wobei sie sagt, ich bin nicht die Königin hier. Wir bilden einen Rat, wir sind alle gleichberechtigt, nur ich habe 2 Stimmen bei Unentschieden. Finde ich einen guten Ansatz, kann man ja auf alle Fälle so machen. Und dementsprechend, sie möchte halt wirklich die Demokratie hier einführen, wobei die Araki damit eigentlich gar nicht allzu viel anfangen können. Und es ist auch wirklich ein interessanter Trupp, vor allem da sind auch Leute dabei, wenn die abstimmen würden, deren Fähigkeit ist halt immer, dass alles zu ihren Gunsten passiert. Also stimmen diese Personen gar nicht erst ab. Da sagt die, ich kann nicht abstimmen, also ich enthalte mich der Stimme, weil wenn ich Ja sage, passiert das. Wenn ich Nein sage, passiert das. Das können wir nicht machen, ich sage gar nichts. Dann haben wir hier auch ein Mitglied, das kann in die Zukunft blicken. Und da es ja weiß, wie es ausgeht, enthält er sich auch, weil es sonst unfair wäre. Weil er könnte ja die Zukunft verändern, wenn er halt jetzt sagt, nein, obwohl ja eigentlich es ja ausgehen sollte, also enthält der sich auch. Also eigentlich bringt diese ganze Abstimmerei bei diesem Konzil mal so gar nichts, aber okay, ist aber wirklich lustig zusammengeschustert. So, und jetzt kommen wir zu diesem Band und wir starten auf dem Mars, denn der Name Red ist nicht umsonst so gewählt, denn hier geht es um unsere Mutanten auf dem Mars. Denn in der neuen Bar von Sunspot, auf dem Mars flippt der gute Volcano aus und bedroht Shi'ar-Gäste, obwohl die ja diplomatische Immunität hier haben, weil er ja ihr König ist und nicht akzeptiert, dass er schon gestorben ist und wiederbelebt wurde. Natürlich versucht Sunspot, den guten Volcano in die Schranken zu weisen, das klappt aber nicht ganz so wie gewünscht. Bis dann Abigail Brand und Cable auftauchen und Volcano festsetzen und sich daraufhin Abigail mit der guten Aurora Monroe zu einem Zwiegespräch trifft, denn Sword ist ja nicht für das zuständig, was auf dem Planeten passiert. Sie sollen ja die Galaxie, das Hull-System vor Angreifern beschützen und nicht gucken, was passiert da für ein Quatsch auf dem Mars, und richtet die Bitte an Aurora, dass sie vielleicht ein X-Men-Team für den Mars gründen würde, die hier für Ordnung sorgt. Doch damit ist Aurora nicht einverstanden, denn die Araki haben ja keine Verbindung zu den X-Men und das würde eher als Provokation angesehen, woraufhin Abigail das trotzdem macht. Also sie bildet selbst ein X-Men-Team, womit Aurora Monroe rechnet, die daraufhin zu Eric Lenz hergeht, welcher sich gerade ein Domizil auf dem Mars zugelegt hat, denn nach der Sache mit Moira MacTaggert ist er einfach fertig. Er kann nicht mehr. Er ist am Ende seiner Kräfte. Er leidet immer wieder für die Mutanten. Er muss so viel Scheiße fressen in seinem Leben. Und er hat einfach jetzt die Schnauze voll und zieht sich auf dem Mars zurück und freundet sich hier aber mit einem sehr weisen Fischer an. Also warum sind Fischer eigentlich immer so weise? Das müssten wir mal ausdiskutieren. Dieser ist ein Araki, aber ein ganz besonderer. Denn auch dieser hat kein X-Gen. Denn auch Homo Superior können ja Homo Sapiens zur Welt bringen. Weil nicht überall gibt es X-Gene in diesen Erbreihen. Und dementsprechend gab es auch auf Arako immer wieder ganz normale Homo Sapiens, die aber hier nicht irgendwie angefeindet wurden, sondern sie sind Teil des Volkes. Und wir kriegen auch sehr schnell mit, dass dieser Fischer eine sehr wichtige Rolle auf Arako gespielt hat. Und das wird, denke ich, auch noch weiter aufgebaut. Also das ist wirklich ein sehr, sehr interessanter Charakter. Und dieser hilft auch dem guten Eric, so ein bisschen zu sich selbst zu finden. Nur dann taucht erst Sunspot beim guten Eric auf.
und berichtet ihm von dem Vorfall in seiner Bar und ist der Meinung, hey Magneto, wir bräuchten hier vielleicht X-Men. Also das, was Abigail Brandt ja gerade auch aufzieht. Weil irgendwer muss sowas ja hier verhindern und wer sollte das Team besser anführen als Sie, Herr Rektor? Ja, also, er war ja mal der Schüler von Magneto vor langer, langer Zeit, als Magneto die X-Men geführt hat. Ja, nur das möchte Magneto nicht. Aber dann taucht noch jemand auf. Und zwar niemand anderes als die gute Storm, die sagt, nö, wir brauchen auf gar keinen Fall X-Men auf Arako. Aber auch in der Hinsicht, dass Abigail höchstwahrscheinlich trotzdem ein X-Team gründen wird und man einen Gegenpart braucht. Und vielleicht braucht Arako was Neues, wie die Bruderschaft der Mutanten. Und jetzt beschäftigt sich der Großteil des Restes des Bandes um die Machtkämpfe zwischen den X-Men und der Bruderschaft. Denn natürlich möchte auch Abigail natürlich irgendwo da Mitspracherecht im Rat haben. Und vor allem streiten sich dann auch noch die Araki, also der Hohe Rat darüber, ob überhaupt Erdenmutanten das Recht haben, Mitglied des Hohen Rates hier zu sein. Denn den Platz im Hohen Rat, den bekommt man ja durch Kampf auf Leben und Tod. Das heißt nicht, dass man zwangsläufig sterben muss, aber nur auf die Art bekommt man den Platz. Aber Erdenmutanten sind ja jetzt unsterblich. Ja, und das letzte US-Heft ist dann aber leider hier drin ein Tie-In zu Achse. Und es finde ich halt wieder schade, weil wir gehen gerade in eine richtig, richtig, richtig geniale Richtung mit diesen Intrigen zwischen beiden Parteien und dieses Ausspielen. Und dann müssen sich aber eben doch am Ende alle zusammentun, um gegen die Eternals zu bestehen, die aus Gründen die Erde angreifen. Ich habe Achse leider noch nicht gelesen. Ich habe das erste Heft hier. Ich kriege Heft 2 und 3 nicht dran. Also mein Kiosk kriegt die nicht angeliefert. Dadurch bin ich jetzt gespoilert, was überhaupt der Beweggrund der Eternals in der ganzen Sache ist. Wirklich ein sehr geil politisch aufgeladenen Band und mir hat das auch wirklich Spaß gemacht mit dieser Intrige von Abigail, weil die ist ja schon die ganze Zeit am Kochen. Jetzt verstehe ich auch wirklich, was da in Sword am Ende abging, weil ich war ja bei den furchtlosen X-Men so ein bisschen verwirrt, aber dadurch ist das immer noch alles sehr schwammig, wo sie eigentlich steht, weil ihr geht es halt wirklich um die Menschheit an sich und nicht nur um die Menschen oder die Mutanten. Dementsprechend weiterhin sehr interessant, wo sich das noch hinbildet. Und gerade auch hier, wenn wir gerade Aurora und Abigail so aufeinander klatschen lassen, die ja wirklich beide sehr starke Persönlichkeiten sind, die es ja auch gewohnt sind, ihren Kopf durchzusetzen. Also wirklich, das macht Fun und da würde ich gerne genauso weiterlesen und dann kommt Achse. Vor ein paar Wochen hat der gute Battlist auf seinem YouTube-Kanal oder unserem YouTube-Kanal, weil es ist ja ein Community-Kanal, des Goldenen Stannis einen Livestream gehabt, wo er ein Zuschauerpaket geöffnet hat. Und in diesem Paket kamen zwei Comics zum Vorschein, die in meiner Sammlung fehlten. Und der gute Battlist hat dann mal kurz mit dem Zuschauer, von dem er das Paket bekommen hat, Rücksprache genommen, ob er mir denn diese beiden Comics überlassen dürfte. Und er hatte dafür das Okay bekommen und dadurch habe ich ja dann vorletzte Woche diese beiden Schmuckstücke endlich in meiner Sammlung zufügen können. Also Poison Ivy, Kreislauf von Leben und Tod und Dark Knight. Eine wahre Batman-Geschichte. Zwei Comics, die ich schon sehr, sehr lange in meiner Sammlung haben wollte. Aber wie es so oft mit ist im Leben, manchmal klappt alles nicht so, wie es soll. So, und diese Comics stammen vom guten Marcel und ich möchte mich an dieser Stelle nochmal ganz herzlich auch bei ihm bedanken, dass eben jetzt diese Comics zu mir gekommen sind. Und der gute Marcel hatte sich bei Discord nochmal bei mir gemeldet. Er hätte noch ein paar andere Comics so, bei denen er an mich gedacht hat, die er mir gerne zukommen lassen würde, wenn ich denn Interesse hätte. Und hier habe ich ein kleines Paket vom Marcel bekommen. Und schon mal vorab auch hierfür ganz, ganz herzlichen Dank. Also nur allein schon, sowas ist einfach wirklich richtig, richtig genial, geil. Das ist, freut man sich einfach. Das ist einfach so. Er hatte mir auch gesagt, was er mir da schicken wollte. Ich bin da aber nicht so ganz wirklich drin in der Thematik. Und ich denke mal, wir gucken einfach zusammen rein, was es ist. Ihr wisst es ja noch nicht. Ich weiß halt schon ein bisschen was. So, und wir gucken mal, ne? Wenn ich es denn aufkriege. Es ist wieder mal alles so verpackt.
wie Wespaket. Und das ist auch gut. Dann passiert weniger bei unseren Freunden von der Porsche. So, mit denen ich immer wieder Ärger habe, wie ihr ja alle wisst. So, es ist offen. So, hey. So, ist er weg. So, da haben wir Zeitung. Papierschnipsel. Zeitung. 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 Okay, der Witz hat sich abgenudelt. Da schaut mich auch schon das gute Stückchen an, von dem er mir berichtet hat. Es ist eine Sache von einem Zeichner, von dem ich bisher, also es ist Autor und Künstler in einem, von dem ich bisher nur einen einzigen Band habe, dem ich auch nur den Bettelisten zu verdanken habe. Und zwar haben wir etwas hier vom Künstler Hermann, also Hermann geschrieben, aber H ist halt stumm. Und zwar habe ich hier die erste Integral zu Die Türme von Boss Murray. Und der gute Hermann hat ja wirklich einen saugenialen Zeichenstil. Also das konnte ich ja damals diesen kleinen netten, Comic, was ich vom Battlelisten bekommen habe. Das war so eine Sammlung an Kurzgeschichten, schon entnehmen. Und das sieht hier auch schon mal sehr geil aus. Auch die Kolorierung gefällt mir. Das ist eine richtig geile Kolorierung. Ja, also hier haben wir die erste Integral von Die Türme von Boss Murray. Ich weiß sonst nicht viel mehr. Ich weiß ja nur, dass auch der gute Reverend da so eine kleine Werksschau von Hermann gemacht hat. So, aber damit ist nicht genug. Hier ist noch ein weiterer Band des Ganzen. Und zwar hieß hier die zweite Gesamtausgabe. Ja. So, auch da können wir mal kurz reinhauen. So, jetzt knabbert die Katze am Paket. Das habe ich immer gerne. Knabber lieber am Paket und nicht an den Comics. Böse Katze. So. Auch die zweite hier. Diese stammen übrigens alle bei, erscheinen alle beim Erko Verlag. Das ist gar kein deutscher Verlag, aber die veröffentlichen im Deutschen. Also so, wenn ich das jetzt so richtig verstanden habe. Und das war es immer noch nicht. Hier ist auch noch die dritte und damit müsste die Reihe auch beendet sein. Gesamtausgabe. Hier mal kurz einen Einblick. Also, ja, super. Bin ich sehr gespannt. Die Katze knabbert schon wieder am Karton. Hörst du auf? So, und jetzt lächelt mich noch etwas an. Das habe ich eigentlich schon gleich nach dem ersten Buch angelächelt, aber ich habe es jetzt mit Absicht ein bisschen nach unten verschoben. Und zwar ist hier noch ein Umschlag und ich weiß ja noch nicht, was drin ist. Dementsprechend kann es auch sein, dass das jetzt hier einen Cut gibt oder nicht. Es steht drauf Überraschung. Ja? Und das öffnen wir jetzt auch mal ganz vorsichtig. Die knabbert schon wieder am Karton. Die knabbert an dem Karton hier. Schlimm. So, aber lieber am Karton als an irgendwelchen Büchern. Aber das Schlimme ist, sie hat da einen Karton zum Knabbern. Kannst du nicht an dem anderen Karton knabbern? Da unten ist er. So, mal schauen, was uns hier drinnen erwartet. So. Ich habe es noch nicht gesehen. Supergirl Rebirth. Kenne ich mich ja gar nicht aus. Ist das ein Variant-Cover? Ich weiß es nicht. Das ist ein cooles Variant-Cover auf alle Fälle. Sieht richtig, richtig cool aus. Ist das Stanley Lore? Oder wie der heißt? Code Inside? Steht leider nicht mit dabei. Aber auch darüber freue ich mich natürlich. Ausgabe 15. Ja, nett. Ist gut. Wieder so ein Heft für meine Sammlung. Ich muss gleich sagen, ich werde es wohl nicht lesen. Also die englischen Hefte lese ich eigentlich nie. Aber ich freue mich da so ein paar Sachen so covermäßig auch in der Sammlung zu haben. Sowas finde ich halt auch wirklich richtig richtig geil und auch dafür herzlichen Dank. Ich bin natürlich wie immer sehr, sehr gespannt auf diese drei Türme, die sich mit Sicherheit sehr gut auf meine drei Türme... Ich weiß gar nicht, ob ich das euch jetzt zeigen kann. Da werden die sich gut machen zwischen meinen drei riesigen Türmen und dann hoffentlich auch irgendwann abgelesen werden. So, auf alle Fälle... freue ich mich riesig, bin da sehr gespannt. Ich habe wirklich keine Ahnung, was mich da erwartet. Ich habe bisher wirklich nur diesen einen sehr kurzen Band von Hermann mit ganz vielen Kurzgeschichten.
die ich aber halt wirklich schon richtig genial fand, vor allem auch vom Artwork. Und auch das gefällt mir, nicht an allem rumknabbern, Katze. Und hier bin ich auch schon mal sehr, sehr gespannt drauf und freue mich wirklich riesig. Also herzlichen Dank, lieber Marcel, vor allem sowas zu bekommen. Und auch wenn ich deine Begründung natürlich nachvollziehen kann, dann aus demselben Grund verschenke ich ja auch immer wieder Sachen und auch Sachen, die mir sehr am Herzen liegen. Wir haben nun mal nur endlich Platz, aber ich freue mich erstmal riesig, dass ich das habe und auch dieses Heftchen freut mich. Das kommt gleich mit zu meinen anderen englischen, da habe ich schon eine mittlerweile schöne Sammlung. Und auch nochmal jetzt ganz direkt an dich auch nochmal herzlichen Dank, dass ich dank dir und eben den guten Battlelisten diese beiden Schätzchen auch mein eigen nennen darf. Auch wenn ich gerade mit Lesen etwas kürzer drehte, aber irgendwann werde ich auch wieder im normalen Maß lesen, denke ich mal. Irgendwann habe ich mich mit allem gefangen und dann geht's hier bestimmt auch wieder mit alten Elan voran. Aber das ist ein anderes Thema, wollen wir jetzt hier nicht aufmachen. Ich freue mich riesig. Herzlichen Dank, lieber Marcel. Letzte Woche hattet ihr ja vielleicht gemerkt, dass ich bei den digitalen Comics plötzlich so mein Tablet mit einem Cover überlagert hatte. Ich hatte aus Versehen die ganze Zeit das falsche Cover hochgehalten. Das war mir aber nicht so wirklich aufgefallen, weil es schlichtweg alles ein bisschen unübersichtlich bei den Sandman-Sachen war. Ich habe nämlich noch einen Titel von Sandman gelesen und da hatte ich euch aus Versehen letzte Woche das Cover schon reingehalten, wo eigentlich Dreaming 1 sein sollte. Und zwar Sandman Universe Spezial. Es scheint irgendein Prestigeheft zu sein. Es ist nicht so ellendick. Mal gucken, wie viele Seiten hat es. 73 Seiten hat das. Und im Endeffekt hätte ich es vor The Dreaming lesen müssen. Denn hier erfahren wir, dass Dream plötzlich verschwunden ist. Dass das ganze Traumreich eben Risse aufweist. Dass dieser komische quadratische Kokon aufgetaucht ist. Und, das war eine Sache, die habe ich nämlich bei Dreaming nicht verstanden, dass ein Buch aus der Bibliothek des Bibliothekars verschwunden ist und er nicht weiß, welches Buch das ist. Auch das erfahren wir jetzt in diesem Band. Aber auch ansonsten ist dieser Band der Prolog zu allen anderen Sandman Universe Titeln. Das heißt, hier drinnen wird der Prolog für die neue Lucifer-Serie gelegt, wo leider bei Kindle nur der zweite Band zum Lesen da ist und nicht der erste. Steige ich natürlich dann jetzt nicht unbedingt ein. Für Books of Magic wird hier drinnen auch der Grundstein gelegt. Und noch für eine weitere Serie, wo ich aber halt jetzt nicht weiß, wo das dazu gehört. Die aber auch sehr interessant zu sein scheint, weil es hat was mit Magie zu tun und mit einer, na, ich denke mal, Voodoo-Familie und einem Krokodil-Voodoo-Priester. Also das sah sehr interessant aus. Da wäre ich auch neugierig, wenn dann noch mehr irgendwie irgendwo auftaucht. Aber generell wurde ja nichts weiter fortgesetzt von diesen ganzen Sandman-Universe-Titeln. Aber ey, da steckt ja wirklich was hinter, Leute. Wieso haben sich denn das die ganzen Sandman-Fans nicht alle geholt? Das verstehe ich überhaupt nicht. Der Universe-Band wurde auch noch von Neil Gaiman eingeleitet. Also der ist von Neil Gaiman geschrieben. Die anderen hatten ja, soweit ich es weiß, alles andere Autoren, bauen aber eben auf dem, was halt Neil Gaiman damals als Grundstein gelegt hatte, auf. Und ganz ehrlich, da habe ich Bock drauf. Also das ist alles scheinbar sehr gut und interessant geschrieben. Bei Lucifer zum Beispiel auch. Bei Lucifer stimmt auch irgendwas nicht. Also ist ähnlich wie bei Dreaming, ne? Und wir haben ja immer noch diese Dora. Wer ist Dora? Und dazu habe ich, das hätte ich letzte Woche sagen müssen, dazu habe ich sogar einen Verdacht, wer oder was Dora ist. Was ich aber halt nie erfahren werde, weil The Dreaming 3, so wie es aussieht, in Deutsch gar nicht erschienen ist. Schade. Sehr, sehr schade an dieser Stelle. Aber ich habe da so einen Verdacht. Da gab es halt auch einige Andeutungen in Dreaming 1 und 2. Aber das Zeug ist wirklich saustark. Aber da traue ich mich auf gar keinen Fall im Englischen dran. Also never ever. No way. Vielleicht macht ja Panini daraus eher solche Omnibus-Deluxe-Bände und bringt es in der Form nochmal raus. Würde sich vielleicht hier gut anbieten. Dann habe ich noch was gelesen, das hat ja auch so viele Vorschusslorbeeren, wie gut dieses Comic ist. Und mich hat's wieder vollkommen enttäuscht. Gut, ich habe keine Erinnerung mehr an die Batman Animated Serie und also ich habe die immer geguckt und auch gemocht, aber irgendwie, ich kann mich an eigentlich gar keine Serie aus meinen Kindheitstagen erinnern. Ich kann mich an die aus meiner Jugendzeit erinnern, die Animes und das war's. Ich weiß, dass ich die Batman Serie immer geguckt habe am Wochenende.
Und ich würde die auch heute mir auf alle Fälle nochmal anschauen. Vielleicht hat es damit zu tun, hier haben wir Mad Love, das sind insgesamt 5 US-Hefte, die aber nichts miteinander zu tun haben, also doch 3. Also wir haben hier einmal dieses titelgebende Comic Mad Love, was halt ein One-Shot ist und uns, naja, die Origins der Animated Harley Quinn erzählt und ganz ehrlich, die ist totaler Blödsinn. Also wirklich, also der Kampf, den sie mit Batman führt, den finde ich ganz interessant, ganz ehrlich. Und eigentlich theoretisch wird hier auch schon eingearbeitet, wie toxisch die Beziehung ist zwischen den beiden. Das wurde auch in der Serie, aber hier wird's so ein bisschen auf erwachsenere Art umgesetzt, dass halt wirklich klar ist, dass das eine richtig schlimme Abhängigkeit von Harley ist. Und dass wir haben so diesen kurzen Moment, wo es bei ihr scheinbar Klick macht und sie aufwacht und vielleicht umschalten könnte, aber dann nein. Aber wir haben hier eine Harley, die keine besonders guten Noten geschrieben hat und stattdessen lieber ihren Körper hergegeben hat, um am Ende doch noch irgendwie, naja, einen Uni-Abschluss zu bekommen, also ein Diplom zu bekommen. Und das finde ich schon alleine sehr fragwürdig, genauso wie sie halt auch das halbe Comic hier im Nick Leger rumtanzelt. Gut, das hat sie in der Serie auch gemacht, aber irgendwie... Also diese ganze Dialogseite fühlt sich für mich irgendwie falsch an bei einem Animated Comic. Ja, ich erinnere mich auch, dass das auch in der Fernsehserie drin war, aber irgendwie hat das hier einen ganz anderen intensiven Eindruck. Und danach haben wir noch eine dreiteilige Miniserie rund um Harley und Ivy hier drin. Die, ja gut, vielleicht passt das zu diesem Animated Story-Erzählstil auch für die Fernsehserie. Das ist eigentlich ein Dreiteiler. Geht damit los, dass Harley und Ivy eine Pflanze klauen wollen, womit sie halt die ganze Stadt kontrollieren könnten, wenn Ivy daraus einen Extrakt mischen würde. Aber durch Harleys Fehler geht die Pflanze zu Bruch. Beide landen im Arkham und ja, beefen sich nur an, bis Ivy ausbricht und Harley zurücklässt, worauf Harley auf irgendeine andere Art und Weise ausgebrochen ist und dann Ivy hinterher rennt und dann sind sie wieder Best Buddies und gehen in den Dschungel, um die Pflanze eben direkt von dort zu holen, kommen wieder nach Hause, nach Gotham, nachdem sie die Pflanze haben. Dann spielt aber die Pflanze eigentlich keine wirkliche Rolle mehr, weil es wird ein Batman-Film gedreht und die beiden sind nicht so einverstanden damit, über die Schauspielerinnen, die die beiden hier verkörpern sollen, woraufhin sie nun die Filmproduktion in eigene Hand nehmen. Also ihr merkt, das ist schon ganz weird hier. Auch hier habe ich aber wieder ein ähnliches Problem wie bei dem anderen Comic. Aus irgendeinem Grund laufen die beiden Mädels ständig nackt oder in Unterwäsche durch die Kante. Also es gibt keins dieser 3 Hefte, wo die beiden nicht sinnloserweise nackt sind. Okay, hier kann man sich jetzt über die erste Szene in der Dusche kann man sich noch streiten. Das ist eine wichtige Dialogszene und sie prügeln sich dann halt hier auch nackend. Okay, lässt sich streiten, hätten sie zwar auch im Therapieraum machen können, aber okay, machen sie halt in der Dusche, lässt sich vielleicht noch drüber streiten, dass man sagt, okay, kann man akzeptieren. Und Nacktheit ist ja per se auch nicht etwas zwangsläufig Sexualisiertes, aber ab einem gewissen Punkt wird es einfach zu viel, finde ich. Und das sehen wir dann schon im zweiten Heft, da sind sie dann halt im Dschungel und werden verprügelt, während alle beide in Unterwäsche rumlaufen, werden die beiden verprügelt. Und im dritten Heft, während Ivy gerade an ihrem Pflanzenmittelchen da arbeitet, sehen wir halt die Harley, wie sie wieder im Unterwäsche vorm Fernseher irgendein Computerspiel spielt. Nein. Und dann haben wir noch Batman Adventures Heft 12 hier, wo Batgirl draufsteht, weil es ein Batgirl-Heft ist. Also hier tritt Batgirl das erste Mal in Erscheinung. Und ja, trifft hier auf Harley, Poison Ivy und Catwoman, die ja eigentlich die Hauptgegnerin ist. Kann man auch noch sagen, das ist das erste Zusammentreffen der Gotham Sirens vielleicht, weiß ich nicht. Das Heft hatte ich auch schon in meinem Sammelband von Batgirl, das erste Jahr von Eagle Moss mit drin, also das ist mir nicht neu. Und ich finde das hier ganz schlecht geschrieben. Die anderen beiden, die sind ja wenigstens noch gut geschrieben, ich habe da andere Kritikpunkte, aber die kann man gut lesen. Aber das hier ist grottenschlecht geschrieben. Kurz und bündig, also es ist einfach Murks, dieses Heft. Dem kann ich nichts abgewinnen. Generell kann ich nicht nachvollziehen, warum dieses Mad Love so ein Schlager und so beliebt ist. Also ich finde,
alle Storys recht dünn auf der Brust. Mich stört sehr die Darstellung der Frau in diesen Comics. Bin ich halt auch nicht so einverstanden. Also selbst das, was das Comic halt gut macht, oder die Comics gut machen, wird für mich halt eben ins Schlechte verkehrt durch die Darstellung der Frau einfach. Und dann habe ich aber noch etwas richtig Starkes gelesen. Vielleicht auch ein bisschen drüber in der Glaubwürdigkeit, aber wirklich, wirklich geil geschrieben. Green Arrow, das erste Jahr, geschrieben von Andy Diggle, gezeichnet von Jock. Jock habe ich, glaube ich, gar nicht jetzt bewusst in meiner Sammlung. Also der Name ist mir bekannt. Ich weiß, er wird auch sehr gefeiert. Aber ich wüsste jetzt nichts, was ich von ihm habe. Aber Andy Diggle ist mir ein Name, denn er hat für Ed Brubaker damals Daredevil übernommen. Und das ist für mich auch eben nur so ein vollständiger Run mit Ed Brubaker und Andy Diggle, weil Ed Brubaker bereitet den Weg zu Shadowland und Andy Diggle erzählt dann Shadowland. Das heißt, für mich gehört dieser Run halt zusammen. Also gibt's keine Trennung für mich. Und Andy Diggles Run, ja, macht A, nahtlos weiter, also macht da keine Veränderung reinhauen, sondern erzählt es einfach so gut weiter. Also auch das fand ich damals gut. Aber hier, das ist ganz anders abgeliefert. Gut, man kann sich natürlich viele Freiheiten bei so einer ersten Jahrstory nehmen. Und das Ding ist wirklich, wirklich, wirklich richtig gut geschrieben. Wir haben eben diesen verwöhnten Oliver Queen, der Milliardär, der einfach nicht weiß, was er machen soll. Also er ist gelangweilt vom Leben und sucht immer den nächsten Kick-Extremsport, aber auch das füllt ihn nicht aus, darum auch er hier Trinkprobleme wie Tony Stark und geht auf eine Auktion besoffen hin und da wird ein Bogen versteigert, aber nicht irgendein Bogen, nämlich der Bogen aus der Kinoserials Robin Hood und er ist ein großer Fan von dieser Serie und vor allem der Schauspieler, der damals Robin Hood, ich weiß nicht mehr, wie er heißt, aber den gibt's halt wirklich, ne, gespielt hat, hat ihm auch mal Bogenschießunterricht gegeben und auch Oliver gesagt, hey, du bist ein richtig guter Schütze, du hast richtig Talent, das musst du fordern, aber hat er halt nie gemacht, okay? Aber jedenfalls, dieser Bogen erinnert ihn so an seine Kindheit und er bietet eine Unsumme und geht dann besoffen hoch auf die Bühne, um die Worte ans Publikum zu richten. Ihr seid alles Heuchler. Euch interessiert doch den kleinen Leute gar nicht. Ihr wollt ja nur die Dinge haben, möglichst billig. Und euch sind doch alle anderen scheißegal. Hauptsache ihr werdet reich. Und das macht ihr nur, damit die Leute das nicht so wahrnehmen. Aber ich gebe zu, ich will nur den scheiß Bogen. Verpisst euch. Und dann fällt er um. Natürlich hat er sich so blamiert, dass er sich halt jetzt nirgendwo mehr sehen lassen kann. Also geht er mit seinem besten Kumpel und Bodyguard auf Kreuzfahrt. Und sein Bodyguard hat mal da für so eine zweifelhafte Person gearbeitet, die so in Steuerhinterziehung ihre Finger drin hat. Und der gute Oliver denkt, hey, das ist der Kick. Das ist ja wirklich mal gefahren. Wenn ich da erwischt bin, werde, gehe ich in den Knast. Und wenn ich gut bin, nicht. Hey, das ist der Kick. Und möchte jetzt sich mit dieser Person treffen, um, naja, Steuerhinterziehung zu beginnen. Also er ist ein Vorbild für die Jugend. Das Problem ist, sein Bodyguard ist halt ein noch größeres Arschloch als Oliver Queen und raubt ihm das Geld, was er dabei hat, für den Handel und schießt auf ihn und wirft ihn ins Meer. Juhu! Hey, did you say party? Ah. Und ja, dann findet sich Oliver auf einer einsamen Insel. Oder eben einer doch nicht ganz so einsamen Insel. Also das Ding ist wirklich einfach richtig, richtig geil geschrieben. Also jedem DC-Fan ans Herz gelegt und auch ansonsten ist es ein Blick wert. Also wenn dann hier Kindle Unlimited, ihr könnt es da kostenlos lesen, ihr macht damit nichts verkehrt. Dann habe ich etwas gelesen, was auch wieder diese Vorschusslorbeeren hat. Was ist denn das eigentlich nur? Vorschusslorbeeren. Also Leute, das ist der Grund, warum ich, wenn irgendwas hypt, so mit Bauchschmerzen rangehe. Ganz ehrlich, sobald etwas hypt und ich es noch nicht gelesen habe, brauche ich übelst viel Überwindung, um da ranzugehen, weil meine Erfahrung immer wieder zeigt, es ist nicht so geil. Es ist nicht so geil. Und das war jetzt wieder bei Mad Love genauso und jetzt habe ich was gelesen. Gut, es ist nur der erste Band von 4, aber es ist eine abgeschlossene Story. Und ich, ja, ich kann mir vorstellen, dass der zweite und dritte und auch vierte Band da wirklich alles wieder richtig machen. Kann ich mir gut vorstellen, weil wir uns da mit Trauerbewältigung beschäftigen. Aber dieser erste Band, der hat mir gar nichts gegeben. Und das Interessante ist, der Z-Man hat, glaube ich, von hier aus letzte Woche im Stream bei Guten André, also bei Team Comic Fan 86, auch kurz über dieses Comic gesprochen und der hat eigentlich genau dasselbe
dazu gesagt, was mein Gedanke beim Lesen zu diesem Comic war. Ich will euch jetzt nicht länger auf die Folter spannen. Ich habe gelesen, der Tod von Superman. Nur Band 1, okay, das erzählt uns halt, wie Superman stirbt. Es taucht halt von unter der Erde irgendwie aus irgendeinem Grund ein Wesen auf, komplett verhüllt, welches durch die USA wütet. Die Justice League kann es nicht aufhalten, also kommt Superman dazu und Superman scheint auch erstmal Oberwasser zu haben, aber das Problem ist, dieses Wesen, was wir dann Doomsday nennen, passt sich eben seiner Umgebung an. Das sehen wir schon ganz am Anfang, als er ausbricht. Am Anfang ist er an irgendwelchen Meter dicken Stahltüren gefangen und er schlägt immer wieder vor die Tür. Anfangs noch normale Fäuste. Dann bilden sich da Knochen oben aus. Weiter, dann werden diese Knochen immer schärfer und irgendwann scheint es sogar Metall zu sein, bis er irgendwann da durch ist. Und so geht das dann halt weiter. Er bekämpft die Justice League, wirkt anhand des Kampfes mit der Justice League stärker und dann kommt Superman. Und naja, wenn die sich die ganze Zeit boxen wird, Doomsday auch immer und immer und immer stärker. Das ist ja absurd. Und im Endeffekt ist dieses Comic ein, ich glaube, sechsteilige, riesige Prügelei im alten Bud Spencer Terence Hill Style. Also mehr passiert da drin nicht. Also wenn ihr jetzt Handlung in diesem Comic sucht, ihr findet die so auf den ersten 5 Seiten, wo Superman noch in Metropolis mit irgendwelchen Unterwelt-Morlock-Monstern kämpft, wobei er dem einen eine Granate ins Maul stopft, wo ich mir auch gedacht habe, hey, du hättest ihn umbringen können, ja, er überlebt es, aber das hast du vorher nicht gewusst, Superman ist doch ein Mörder. Come on. War so irgendwie mein Endfazit, also er hat versucht, den umzubringen, er hat den eine Handgranate ins Maul gestopft. Der langweiligste Held, den es gibt, Superman. Auf so einen Gedanken kommt man ja nicht von ungefähr, oder? Okay, aber das ist so die Handlung, die ersten 5 Seiten. Das hat aber nichts mit der Geschichte zu tun, weil dann geht's nur noch darum, sich mit diesem Doomsday durch New York, durch Amerika zu prügeln, bis eben hin nach Metropolis. Und wieso das Monster nach Metropolis geht, das ist halt auch so hirnrissig dumm. Aber okay, der Endkampf muss natürlich in Metropolis stattfinden, warum auch nicht. Ja, keine Empfehlung für den Tod von Superman, das hätte man besser inszenieren können, das hätte man epischer erzählen können, da hätte man vielleicht ordentlich Lex Luthor einbauen können, vor allem da wird auch noch, ja, das war auch so ein Ding, da wird noch so ein ganz komisches Ding mit Supergirl aufgemacht und Lex Luthor, ja, das lief schon vorher, aber vor allem, da wird dann die Supergirl-Thematik auch hier drin aufgelöst, aber das ist in einem Panel, das nimmt man kaum wahr. Und man fragt sich nur, ey, das hätte doch Spielraum gebraucht. Das hätte doch eine eigene Storyline sein müssen. Damit hätte man doch richtig emotional was reißen müssen. Warum macht ihr das in der Nebenhandlung? Ihr wisst doch, dass ihr in 3 Jahren diesen Typen mit dem S auf der Brust zurückbringt. Oh, jetzt tut doch nicht so schockiert, ihr Heuchler. Ihr wisst doch, wie das hier läuft. In ein paar Monaten erweckt ihn ein magisches Amulett wieder zum Leben. Oder wir finden ihn aus einer anderen Dimension. Und er ist genau wie der, den wir hatten. Warum habt ihr es dafür nicht aufgehoben? Also wirklich alles, was hier wirklich irgendwo Nährwert bietet, das wird halt so abgehakt, so unbedeutend. Als würde es keine Rolle spielen. Es geht wirklich immer nur prügeln, prügeln, prügeln. Ey, da kann ich mir auch Dragon Ball durchlesen. Und ich ganz ehrlich, da passiert bei Dragon Ball auch noch mehr Abwechslung, weil da wenigstens ab und zu mal einer der Kämpfer dann ausfällt. Hier passiert halt wirklich gar nichts an Abwechslung. Nein, Superman läuft ihm hinterher, prügelt sich mit dem. Das ist ja... Ah, gut. Ich weiß nicht, ob ich es im Kontext der Zeit vielleicht gut finden würde, wenn ich aus dieser Zeit stammen würde. Als Kind hätte ich es wahrscheinlich gefeiert, weil, ey, Prügelei, Prügelei. Ich fand ja damals auch Heroes Reborn super geil und dadurch hat es ja bei mir auch ein Nostalgieherz. Eine ganz besondere Stelle. Aber ich glaube, abseits der Kindheit sollte man das hier jedenfalls nicht mehr lesen. Also, wie gesagt, ich kann mir gut vorstellen, dass die anderen 3 Bände das Ganze retten. Die habe ich aber nicht zur Verfügung. Ich würde sie lesen, weil darüber würde ich ja wenigstens noch wirklich Gutes mit dieser ganzen Trauerbewältigung und Aufbearbeitung. Wer wird der neue Superman? Höre ich ja wenigstens viel, viel Gutes. Aber das hier, never. Die
werden mich so zerfleischen. Die zerfleischen mich alle. Die werden mich alle so zerfleischen, weil ich das Comic so schlecht rede. Aber was soll ich denn machen? Es ist scheiße. Dann habe ich endlich von Batman Detective Comics Heft Nummer 68 und 69 gelesen, wo nun die große Story um den Arkham Tower zu Ende geht. Und ey, ich muss wieder sagen, an dieser Arkham Tower Story hat Mariko Tamaki abgerissen. Ich fand diese Fleece-Story davor nicht so geil, obwohl sie gut gestartet ist, muss man ja noch sagen. Aber es wurde dann einfach immer mehr und immer mehr und es war dann irgendwann nur noch nervig. Aber hier ist es ein geiles Pacing, vor allem die ganze Bat-Family ist hier am Struggeln. Mich würde noch auf Dauer interessieren, was eigentlich jetzt wirklich mit Huntress los ist. Ich hoffe, das wird noch ordentlich beleuchtet. Und vor allem, wir gehen hier von theoretisch lückenlos rüber in die nächste Story, die dann sich rund um den Riddler dreht. Einfach geil. Und dann haben wir hier drinnen auch wieder House of Gotham Tie-ins, also jeweils zwei Stück. Also die Hefte werden halt mittlerweile wirklich hier richtig dick, weil wir halt wirklich die Backup-Stories mit drinnen haben. Und dieses House of Gotham ist ja so geil. Wir begleiten halt diesen Nero 19 heißt er, genau, Nero 19, den wir eigentlich in dieser Fleece-Story kennengelernt haben, aber während dieser Fear Itself Tie-ins auskam. Das ist der Typ, der zum Bürgermeister gegangen ist und den er schießen wollte. Das ist der, ne? Und der spielt auch hier in dem Arkham Tower. Immer mal wieder so, taucht er immer mal wieder auf. Und den dreht sich dieses ganze House of Gotham-Ding. Und wir sehen halt wirklich halt, es geht los noch zu Zeiten von Dick Grayson als Robin, wo halt Batman und Robin Scarecrow aufhalten und eben dieser Nero X ein Opfer von Scarecrows. Und das geht immer weiter durch die Events. So haben wir jetzt hier das Beben und Niemandsland mit abgedeckt. Und das Schlimme ist, ich kann halt nicht wirklich sagen, zu welchem Zeitpunkt jetzt das letzte Heft endet, also das finale Heft, aber heftig, 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 heftig. Aber ja, hier gibt's halt Fragen, weil wo soll jetzt diese Geschichte so wirklich spielen? Vor allem so mit der Endauflösung ist es so ein bisschen schwierig einzuschätzen, weil da passiert dann etwas, was für mich jetzt bedeuten würde, es kann nicht mehr so wirklich zu dieser Fear-State-Story heißt es, führen. Also wenn, dann muss das jetzt hier schon irgendwie nach dem Arkham Tower spielen, ist aber schwierig so zu sortieren, dass es danach spielt, weil das fühlt sich so nicht an, es fühlt sich so an, als wären wir immer noch davor. Also das wäre so das der größte Kritikpunkt, aber wie man aus eigentlich einer so unbedeutenden Nebenfigur, also die war ja wirklich nur, die war ja nur so ein Bauernopfer, der war einmal da, sollte besiegt werden, sonst spielt er keine Rolle. Aber an dieser Figur sehen wir die ganze Geschichte Gotham Cities und vor allem alle Fehler, die Batman in seiner Karriere begangen hat, auf so geile Art und Weise. Also wirklich, also eigentlich schade, dass diese Story hier so als Backup-Story verwurstelt wurde. Aber mir ist klar natürlich, wenn man daraus irgendeine eigene Mini gemacht hätte, die hätte wieder keiner gekauft, weil ist die Bedeutung nicht da. Das ist mal so ein Punkt, wo ich sage, da lohnt sich eine Backup-Story. Die meisten dieser ganzen Backup-Stories hier bei Detective Comics und Batman, die nerven mich, weil sie null wichtig sind, aber auch nicht wirklich gut sind und man sie einfach nur da reinknallt und sie nicht haben will. Aber hier sage ich, okay, du brauchst sie zwar für nichts, aber sie ist so geil geschrieben und anders hätte man es nicht an den Mann gebracht, dass ich mal sage, jo, gut, dass man es gemacht hat. Das ist mal wirklich eine der Ausnahmen, wo ich sage, ja, schön, dass es das als Backup-Story gegeben hat. Ansonsten soll aber DC trotzdem aufhören mit diesen Backup-Stories und nur mal bei sowas Genialen sowas machen. Ansonsten einfach lassen. Einfach lassen, okay? Gut, sind wir uns alle einig, ne? Also auch Mariko Tamakis Abschluss für Arkham Tower, richtig geil. Aber Matthew Rosenbergs Abschluss für House of Gotham ist einfach mega. Ich bin sehr gespannt auf das, was uns dann mit dem Riddler erwartet. Und ich glaube, die Riddler-Story ist ja dann leider schon das Ende von Mariko Tamaki. Aber ich bin halt wirklich von dieser Storyline bin ich halt wirklich geflasht. Ich muss aber auch sagen, Mariko Tamaki, ich sehe sie nicht an direkten Superheldenheften. Ich sehe sie mehr im Graphic Novel Bereich, auch da schön bei DC Inc. Ich habe da, glaube ich, jetzt zwei Sachen von ihr gelesen. Auf alle Fälle ja das Harley Quinn Ding und ich hatte noch irgendwas von ihr. War es das Supergirl? Ich glaube, das Supergirl war. Und da zeigt sie halt eben, wo ihre Stärken liegen. Das hier
ist nicht ihr Metier, aber das ist so geil geschrieben, dass es passen könnte. Aber sie müsste halt immer so abliefern. Und das kann ich mir bei ihr nicht vorstellen. Zumindest nicht, wenn ich jetzt eben diesen Anfang des Runs halt in Betracht ziehe. Aber hier, wie gesagt, hat sie richtig, richtig abgeliefert. So, damit sind wir durch. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss, Leute!